Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu einer verspäteten, einen Tag verspäteten neuen Staffel von Crusader Kings 3, ihr Lieben. Jo, ihr habt es ja mitbekommen. Ende der letzten Staffel haben wir uns entschlossen, in Britannien über Schottland jetzt Fuß zu fassen und haben dem Königreich von England den Krieg erklärt. So, der Krieg läuft hier jetzt weiter. Den werden wir auch führen, werden aber weiterhin natürlich unsere Geschäfte hier fortführen müssen. Dementsprechend gucke ich mir noch mal kurz die Sachen an, die hier anstehen. Momentan können wir keine Champions einladen. Ist das richtig? Ja, noch nicht. Da müssen wir ein bisschen warten. Dementsprechend kann die Meldung auch weg. Meinung erhöhen von Ingimar. Machen wir mal. Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Ja, welche Titel sind das denn? Schon interessant. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Der König von Bjarmaland möchte was haben. Da können wir aber momentan noch gar nicht so tätig werden, ne? Sieht nicht so danach aus. Oberhäuptling, mhm. Herzog Bertil, wie hat der sich denn hier reingeschmuggelt? Hat er noch andere Qualitäten? Nicht wirklich. Gilt auch als mächtiger Vasall? Der hier hat sich, glaube ich, eingemogelt hier. Entlassen können wir nicht. 14. Dezember. Oh, den können wir richtig lange nicht entlassen. Die beiden sitzen eh fest im Sattel. Dementsprechend bringt das nichts. Also wir können die nicht einsetzen. Wir können Kriege erklären, das ist uns klar. Titel können geschaffen werden. Herzogtum von Volynien oder Herzogtum von... Wo ist denn eigentlich Volynien? Das ist hier unten. Sollen wir das schaffen? Das Herzogtum von Volynien? Ist ja auch irgendwie so ein bisschen umstritten alles, ne? Da mischen wir uns nicht ein. Ich könnte die Bande von Herzog Almund ändern. Müssen wir nicht unbedingt. So. Verbrecher können eingekerkert werden. Sie ist unzüchtig. Und die laufenden Wahlen. Er ist immer noch auf Rang 3, ne? Mhm. Nichts bringt hier was. Also egal, was ich mache. Wir kommen hier momentan zumindest noch nicht weiter. Helfen da auch nochmal andere Sachen? Irgendwie haben wir Anspannung? Haben wir nicht? Sind wir fettleibig? Nö, auch nicht. Festmahl können wir nicht veranstalten. Wir könnten zur Jagd. Bringt ja jetzt auch nichts, ne? So. Also warum sollte der jetzt jagen ohne Grund? Können wir investieren? Gehe ich mal nicht von aus. Das war ja hier Domänen. Nee, wir können nichts machen. Wir müssen uns weiter bewegen hier. Paderborn wird bekehrt. Nicht mehr lange. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Und wir werden... Wie alt ist unser König? Der ist 51. Okay. Wir lassen mal den Krieg weiterlaufen. So, Anstifter entdeckt. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Mein Sohn Ulf schmiedet Tränke. Das Opfer, mein Sohn Georg. Der Ulf. Aha. Jetzt, der Ulf ist ja unser Zweitältester, hat versucht, unseren Thronerben zu ermorden. Was sagt denn unsere Nachfolge? So.
Haben auch nicht wenig Söhne, ne? Können wir den einkerkern? Druckmittel einsetzen. Kein zu auszuwählendes Geheimnis. Das überlegen wir uns noch. Wir lassen mal den Krieg hier weiterlaufen. Vasallen erklären sich den Krieg, meinetwegen. So, weißer Frieden. Nee, nee, also wir machen keinen weißen Frieden. Ablehnen. Also den Krieg, den führen wir jetzt weiter. Wir wollen ja halt diesen Teil hier haben. Euer Reich. Gehört das zu unserem Reich, Lennox? Okay. Uninteressant. Ratsmitglied Baevi ist gestorben. Ja, wir brauchen einen neuen Ratsspitzel. Oh, nicht unbedingt gut, ne? Ist nicht unbedingt gut. Ränkespiel 14. Oder der König von Estland macht das, ne? Der ist gut da drin. König Ödgrim macht das mal. Tadelloser Haushalt 150 erhalten. Dank geht an die Gattin. Eine schon lange Belagerung hier, wie ich finde. Aber es ist auch eine fette Burg, ne? Muss man sagen. Wir werden überfallen. Von wem? Räuber von Loopsklo. Wer ist das hier? Der überfällt uns. Das merken wir uns mal. Benachbarte Herrscher führen Kriege. Also so eine Sachen. Vasall erklärt einem anderen Reich den Krieg. Ja, das sind alles so kleinere Geschichten, die unseren Hochkönig ja gar nicht mehr irgendwie tangieren. Ne? So, also das passiert so von selbst. So, Beeinflussung, Infiltratoren. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reiches nach Yada ziehen, wo mein Rivale und Vasall-Oberhäuptling Ingimar residiert. Ja, wir versuchen mal, uns mit ihm gut zu stimmen. Hausmitglied wird angegriffen. Passiert. So, verbluten. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwerverletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Edler ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts meine Schwiegertochter Jarl Skuld an meiner Seite. Sie krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Nee, wir sind ja arrogant. Trete zurück. Das ist mein Patient. Und er ist jetzt... Ja... No, ja, so heftig war der jetzt nicht, dass ich da jetzt vom Stuhl falle.
So, was ist er für ein S? Raubgierig und ein Abenteurer. Ehrgeizig, gerecht, sprunghaft. Der lernt sich strittige Fortner, kerngesund. Jungjäger, unbedachten Trostfresser. Mhm. Sein Mitgefühl und sein warmes Herz. Ausgezeichnet. Das hat schon mal was gebracht beim Ingimar. So. Bei Belagerung Gefangene gemacht. Boerngith von Alvin. Alles klar. So, der Krieg kann ja jetzt weitergehen, oder? Wir ziehen jetzt mal hier hin. Und unsere Armeen... 5000, nee, das wird zu viel. Komm mal so hier mit hinterher. Wie schnell sie doch flügge werden. Sophia wird erwachsen. So, eine gute Geschichte, gute Angelegenheit. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie sieht es mit der Wahl aus? Für das Hochkönigreich von Schweden. Ist unser Neffe? Okay. Wir wollen ja nochmal so irgendwie was anderes uns anschauen. So, Titeltreue. Vasallen schwören Titeltreue? Dänemark nur. Okay. Ja, stimmt. Wir haben hier ja nur einen König, ne? Der quasi unter uns regiert. Ja, diese Mechanik habe ich hier jetzt nie ganz verstanden, ne? So. Ja, ich check das nicht ganz so, ne? Naja, was soll's? Auch wenn ich so auf diese Kartengeschichte gehe, ne? So, irgendwie sehe... Okay. Königreich von Litauen wird Teil von Hochkönigreich von Schweden in ungefähr 73 Jahren. Okay. Aber hier nicht. Warum? Was ist, warum? Weil ich den Titel Kaiserreich von Dings halte vielleicht? Das werde ich mal in der Folgenpause mal ausprobieren. Das werden wir uns mal genau anschauen, was das so auf sich hat. Naja, so. Geht es mal weiter. Aufgabe beendet. Keine Geheimnisse aufführbar. Nun gut, ihr werdet es am besten wissen. So, wir müssen uns echt mal anschauen, wie wir hier weiter vorankommen können. So, Hochkönigreich von Schweden. Wir gehen mal kurz zur Wahl, schauen uns mal die Kurfürsten mal an. Was ist hier mit ihm? Tyrannen nicht unterstützen, er ist böse. Er hat einen Klumpfuß, fleißig, mag zufrieden nicht. Aha. Der, ja, Stimmstärke auch nur 2, ne? So. Hier, was ist mit ihm? Als Verbrecher bekannt. Ich will ihn mal... ohne als Tyrann angesehen zu werden. Okay.
einkerkern. Warum schließen die sich zum Beispiel an, ne? Bei Annahme. Okay, das hilft nichts. So. Kann ich den irgendwie... Haben wir ein Druckmittel überhaupt gegen ihn? Wir haben kein Geheimnis aufdecken. Wir haben... Achso, warum das dann auch angezeigt wird, ne? So. Ich könnte mir gut vorstellen, hat der zum Beispiel einen Sohn? Na, auch nicht wirklich. Womit wir was anfangen können. Dann Geheimnis aufdecken, einkerkern, Vasall verleihen. Wir beeinflussen ihn mal. Oder ich guck noch mal nach bei den Leuten. Also wir müssten ja bei Albrecht was weghauen, ne? So, wer stimmt denn alles für Albrecht? Warum? Das hätte ich hier zum Beispiel gerne sortiert. Ja, so. So, er hier hat nur 2. Er hat schon 14, da haben wir einen 15er, 13er. 13er. 53er. Boah. Ein 67er haben wir hier. 67er. Den müssen wir gewinnen. Das ist unser Mann. Er ist der... Ja, er ist von Smallland, ne? Eigentlich. Die Person. Und... Da schauen wir mal, was wir da machen können. Okay. Beeinflussen können wir ihn ja schon mal. Ich schenke ihn auch mal was. Und ich guck mal, ob er einen Sohnemann hat. Ragnar Östensson. Nee, hat er nicht, ne? Nee, hat er nicht. Die verloben wir mal. Sind beides mundsüß, deswegen macht es keinen Sinn. Verloben wir die beiden mal. Und dann werde ich da natürlich auch spitzeln, ne? Das gehört auch dazu. Suchen wir mal hier was. Versuchen wir mal, den zu gewinnen für uns. Und wir gucken uns das mal hier an, wie hier die Belagerung weiterläuft. Hier gibt es Probleme, scheinbar. So. Alle Häuser. Mondsee. Ist schon groß, ne? Mercia Chester. Auch interessant. So. Nachbar wird angegriffen. Herrscher verlor Krieg. Vasallen erklären sich den Krieg. Alles klar. Neuer Vorzug in der Bildung. So, anatomische Studien haben wir schon gesund. Unbeschwert, Anspannungszuwachs minus 20. Zurückhaltung. Hände waschen. Geringere Wahrscheinlichkeit, sich Erkrankungen zuzuziehen. Das nehmen wir. Hände waschen. Gerne. So.
bei Belagerung Gefangene gemacht. Schon wieder. Perfekt. Fraktion gegen uns geschaffen. König Hakan von Novgorod. Ja. So, wir haben hier jetzt belagert. Warten mal, dass sich die Vorräte mal aufstocken ein bisschen. So, hier ist schon mal gut. Hier auch. Wir sind ja schon gut versorgt, ne? Deswegen. Ups, Moment. Inverness. Jetzt werden wir mal hier hin stolzieren. Und ziehen natürlich nach. So, der Krieg gegen England läuft halt. Weiter seid gegrüßt, trotz aller Bemühungen. Nein, nee, er soll mal irgendwas weitersuchen. So, Belagerung laufen. Neffe ist im Kerker. Okay. Und die nächste Belagerung, die wir jetzt geschafft haben. Belagerung gewonnen. Perfekt. Also wir haben fast alles eigentlich, was wir erobern wollen, ne? Moray. So. Wir ziehen mal hier weiter. Sind immer noch gut versorgt. Krallen uns hier mal so ein paar Bauernfraktionen und belagern mal weiter. Also von England sieht man nichts, ne? Gegen wen führt er denn noch Krieg? Gegen Verteidigen gegen König. Gegen Wales wird hier Krieg geführt. Aha, okay. Was macht er noch? Das war's, ne? Benachbarter Herrscher gewann den Krieg gegen Königreich von Wales. Okay. Er soll mal weitersuchen. Ich hoffe mal, dass er da was findet. Ötkim ist gestorben. Nicht gut. Wir brauchen einen neuen Radspitzel. Haben wir denn keinen König? König Hakan von Novgorod ist nur ein Zehner. Nicht gut. Oberhäuptling Cecilia Waldemars von Samogitia. Die ist eine 21erin. Soll die mal da suchen, ne? Oh, hier ist zu Ende belagert. Buchnan dann nochmal einmal erobern. Ziehen wir mal so hinterher. Und Fraktion gegen uns geschaffen. So, der König von England ist hier gelandet. Wie lange braucht er dafür? 4 Jahre. Wie lange brauchen wir? 6 Monate. Jo, das geht. Bekanntschaft wurde gefangen genommen und ja, ihr Lieben, Krieg in Schottland geht weiter, aber dann ab der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's bis dahin gut, ciao, ciao, euer Fadi.